wenn wir jetzt wirklich mal realistisch sind, könnte es halt AC sein mit Grafikmods und das war's. This is not about your age. This is not about your car. It isn't about your experience. It isn't about performance or power. And it isn't about how you portray your love for driving. Because car passion is a state of mind. And it's driven by heart. Ich muss gerade mal die richtigen Worte dafür finden. Gib mir mal eine Sekunde. This is not about your age. Also wenn ich mir, das soll ja Ingame-Footage sein, ne? Das ist natürlich, jetzt müssen wir die Aufnahme immer sehen. Also aufnehmen mit Wäldern etc. pp. Ist nicht so einfach, ne? Weil der Codec kriegt das nicht so gut auf die Reihe. Es sieht fast aus, als wenn es Unreal Engine ist. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das irgendwo schon steht oder klar ist, ob das eine, ob die Unreal Engine benutzt wird. Aber das Footage sieht sehr verwaschen aus und das ist bei der Unreal Engine sehr, wie soll ich sagen, nicht sehr, sondern es ist üblich, dass dem so ist. Und hier sieht man das auch wieder ein bisschen. So, weil das Auto und die Autos sehen alle prima aus. Bei dem Trailer dürfen wir nicht vergessen, dass der Codec für die Aufnahme unter dem ganzen Grünzeug leidet. Also egal, wie gut du das nachher am Ende aufnimmst. This is not about your car. Die Autos sehen wirklich gut aus. It isn't about your experience. It isn't about performance or power. And it isn't about how you portray your love for driving. Because car passion is a state of mind. And it's driven by heart. Was mich ein bisschen verwundert, ist, dass das so ein, also versteht mich da bitte nicht falsch, oder dass das jetzt irgendwie Anti ist, aber der Trailer ist so nichts sagen. Also der Trailer gibt hier, du siehst ein paar Autos, ne? Also klar, und du siehst auch Strecken, siehst, was da so drin ist, aber es ist so nichts sagen. Also was können wir machen, so, ne? Also was findet da statt in dem Spiel oder in der Sim oder was soll das eigentlich sein? Das sieht mir aus wie ein Forza-Trailer. So, ist halt Ingame-Footage, schön hier, ne? So ist die Grafik, so sieht's aus und das sind die Autos und das war's. So klar können wir jetzt sehen, wie viel Autos drin ist und wie die Vielfalt ist, ne? Aber am Ende könnte das halt auch einfach ein AC-Trailer sein mit ein paar Grafikmods drin. Wenn wir jetzt wirklich mal realistisch sind, könnte das halt AC sein mit Grafikmods und das war's.
Jetzt können wir hier natürlich an der Stelle auch so wieder nitpicky sein und Frame für Frame irgendwie alles auseinandernehmen, wo wir jetzt mal darauf verzichten, weil es wird eine Early Access sein und ich denke, wir brauchen da jetzt nicht so hart in der Kritik gehen, um zu sagen, dass der Regenspray nicht da ist oder was auch immer. Ne? Also grafisch sieht das schon wirklich gut aus. Aber es sagt nichts, also es ist irgendwie, es sagt nichts aus, wirklich. Also da fehlen halt, also ich habe das Gefühl, das ist halt wieder so ein Kunos-Ding, das ist halt über bewegte Bilder und es sieht so ein bisschen aus, wir sind jetzt im Zugzwang, wir müssen irgendwie so ein bisschen was machen und jetzt kommt das. So, wie gesagt, man kann sich jetzt natürlich alle Autos raussuchen, ne, und die angucken und uns darüber freuen, dass das Portfolio der Fahrzeuge sehr groß ist und dass wir auch ein großes Portfolio an Strecken haben, dass wir scheinbar Rennen fahren können und dass wir scheinbar auch ganz normal irgendwie auf der Straße cruisen können, im normalen irgendwie Verkehr, so wie das aussieht, aber das müssen wir uns ja wieder aus den Finger leiern. So. Es wäre halt irgendwie schön, wenn wir ein bisschen was kriegen würden. Und es ist halt, wir sind jetzt im Oktober und am 16. Januar 25 soll das rauskommen. Ich sag's so, und ich handhabe das ähnlich wie bei Le Mans Ultimate. Ich bin weder negativ dazu eingestellt, noch positiv, sondern neutral. Und am 16. Januar nächsten Jahres, wenn das rauskommt, gucke ich mir das an. Also nur weil ich jetzt gewisse Fahrzeuge gesehen habe und gewisse Strecken, haut mich das jetzt nicht aus den Socken. Weil das sieht für mich auch aus jetzt, ne, durch die ganzen Jahre, die ich jetzt schon Computerspiele beruflich spiele, sage ich jetzt einfach mal, sieht das für mich aus wie ein generischer Trailer von Ubisoft, EA oder Microsoft. Es wäre halt irgendwie schöner gewesen, wenn es noch ein paar mehr Informationen gibt. Aber vielleicht kommt ja auch nochmal irgendwie ein Trailer, kann ja sein, ne, wo ein bisschen was drin steht. Eventuell wissen sie selber noch nicht so richtig, was jetzt hier Phase ist. Mal gucken. Schauen wir mal. Du kannst dir mal bei Steam die Seite anschauen, da steht auch nochmal ein bisschen was. Okay? 16. Januar. Es gibt Online-PvP, LAN. Was steht denn hier? Definiert das Konzept des Realismus und die Merkmale einer der beliebtesten plattformübergreifenden Fahrsimulationen neu. Hm. Okay. Wie sein Vorgänger wird Assetto Corsa Evo Autos verschiedener Klassen umfassen, die Jahre der Automobilgeschichte abdecken. Straßenwagen, Klassiker, Hypercar, Prototyp, Rennwagen. Die ikonische Darstellung der Automobil- und Motorsportwelt. Evo zeichnet sich durch die akribische Aufmerksamkeit aus, die jedem Fahrzeug gewidmet wird. Jedes Fahrzeug wird mit Hilfe eines ausgeklügelten Systems simuliert, das mechanische, elektronische, aerodynamische Leistung präzise nachbildet. Dieser Detailgrad gewährleistet authentische und fesselndes Fahrerlebnis. Darüber hinaus werden die Rennstrecken dank der Laserscan-Technologie mit extremer Genauigkeit reproduziert. In Kombination mit einem fortschrittlichen System, das dynamisches Wetter und Asphaltbedingungen realistisch simuliert, ermöglicht dies dem Fahrer ein noch immersiveres Fahrerlebnis. Für Assetto Corsa Evo hat Kunos Simulazione eine neue proprietäre, das Wort habe ich ja noch nie gehört, Grafik-Engine entwickelt, die speziell für Fahrsimulation konzipiert wurde. Sie garantiert Unterstützung für VR-Brillen und Dreifachbildschirme sowie fotorealistische Details. Okay, Assetto Corsa Evo ist allen Motorsport-Enthusiasten gewidmet und spiegelt unsere gemeinsame Leidenschaft für Autos, Fahren und Rennen wider. Schön, dass wir VR und Triple-Screen-Scheibe haben. Mal gucken, ob das von Anfang an drin ist. Das wäre schön. Also das hier alles, Laserscan, okay, dynamisches Wetter, ist auch cool. Eigene Grafik-Engine, auch cool. Das hier ist mehr so Marketing. Das ist
Das ist ein Marketing-Absatz, die wichtigen Infos stehen halt hier drin, in dem Absatz. Aber ich sag's einfach, wie es ist, und das, also da bleibe ich auch, einfach bei. Es ist einfach am 25. Januar ist Stichtag und da kann man sich das angucken. Und ich denke, dass auch die Sim-Racing-Welt aktuell mit einem Early Access, was dieses Jahr schon rausgekommen ist, auch ein bisschen überdrüssig, möchte ich meinen. Nicht alle, ein Großteil. Mal schauen, ob Kunos das in irgendeiner Form besser machen kann. Also LMU, wo ich das gerade lese von dir, Matze, also es ist halt mal wieder Early Access. Ich hoffe, AC Evo, dass das besser läuft als bei LMU. LMU macht das schon relativ gut, finde ich, für den Early Access. Also es wird viel kommuniziert, wird viel gefixt. Natürlich geht auch viel wieder kaputt so. Das bleibt nachher am Ende nicht aus. Mal sehen. Also ich, wie gesagt, ich selber bin da völlig neutral eingestellt gegenüber dem Spiel oder der Sim. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, das ist die gesündeste Einstellung, die man da mitbringen kann. Überhypen ist, glaube ich, oder da super gehypt drauf sein, würde ich jetzt für mich persönlich als falschen Ansatz sehen, weil man dann vielleicht am Ende enttäuscht ist, wenn es rauskommt. Und das hat mir beispielsweise bei LMU sehr geholfen, da ruhig und bedacht ranzugehen, weil dann konnte ich nachher sagen, okay, ich habe das gekriegt, was es jetzt gerade ist und gut ist, ohne nachher traurig zu sein.